Wer denkt, Puppenhäuser sind nur was für kleine Mädchen, irrt. Zumindest traf das nicht für holländische und deutsche Aristokraten im 18. und 19. Jahrhundert zu, wie eine Ausstellung in Den Haag zeigt. Deren Puppenhäuser und Einrichtungsgegenstände waren zwar winzig, demonstrieren aber auf eindrucksvolle Weise, wie kultiviert die Besitzer selber lebten. Es war eine Art Hobby. Ich meine, wie soll man sein Leben verbringen, wenn man keine Kinder und viel Geld hat? Dann ist das ein wunderbares Hobby. Wir wissen, dass es üblich war, Leute einzuladen, um die Puppenhäuser vorzuführen. Jeder Gegenstand in diesem Haus ist mit Bedacht von seiner Besitzerin Sarah Roté ausgewählt worden. Die Niederländerin beauftragte namhafte Künstler ihrer Zeit mit der Herstellung von Möbeln und Skulpturen für ihre Puppenhäuser. Einige der Stücke kosteten ähnlich viel wie eine Villa in Amsterdam. Ich mag all dieses schöne Miniaturporzellan und das Silber. Es ist wunderschön und entzückend zu sehen. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch ein wenig neidisch. Alle Details, die gesamte Einrichtung des Hauses, alles ist handgemacht. Wir erfahren, wie die Menschen vor ein paar Jahrhunderten gelebt haben. Puppenhäuser dienten jedoch nicht nur als Hobby, sie wurden auch als Anschauungsmaterial für zukünftige Hausherrinnen genutzt. Sie wurden eigentlich erfunden, um zu zeigen, wie ein Haushalt geführt wird. Sie zeigten ihnen, wie beispielsweise eine Küche eingerichtet, welche Gegenstände in einer Küche benötigt wurden. Die Ausstellung zeigt auch Puppenhäuser aus dem fernen Osten und eines aus moderner Zeit. Und Fans der berühmten Barbie-Puppe kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Bis Ende März können all ihre Accessoires, Outfits und Einrichtungssets in der Ausstellung bestaunt werden.